Wunderschönen guten Tag, mein Name ist Martin Dehn von dem Channel Mr. Peinlich und wir sind hier bei einem nagelneuen Video, bei einem ganz anderen Video. Und zwar, wie ihr schon in der Überschrift gelesen habt, wer bei dem Video lacht, hat kein Herz. Das ist eigentlich ein Trend, der ja gerade so ziemlich die Runde macht. Jetzt heißt es wieder, ah, Trend, du machst Trend. Warte, einer, der gerne Trends macht, aber ich mache Trends, die mich faszinieren. Trends, wo ich sage, geil, das ist witzig. Genau wie dieses Einsperren. Ich habe es geliebt, mich einzusperren. Und ich mache es auch weiter. Ich versuche jeden Sonntag ein 24-Stunden-Video rauszuhauen. 19 Uhr, ihr wisst Bescheid. Und ich werde auch immer weitermachen und mit meiner Community sprechen. Ich werde die Kommentare, alle die Kommentare, die ich lese, alle Kommentare, die ihr schreibt, außer natürlich negative, klar, was soll ich darauf antworten, da werde ich ein Herz drauf machen. Zack, zack, zack. Das heißt, ich habe es gelesen. Mal antworten ist schwer, aber ich mache über ein Herz. Ich setze mich da auch eine Stunde ran und mache das. Das ist mega. Hier bei diesem Video wird es ein bisschen trauriger zugehen. Und zwar ist dieser Trend gerade, trauriges Video zusammen sich mit seinen Zuschauern anzuschauen und dann seine Reaktion dazu zu filmen. Okay. Ich war eigentlich nicht so überzeugt von diesem Trend, weil ich dachte, warum soll man traurige Geschichten ausnutzen? Dann habe ich aber nachgedacht. Es gibt diesen Trend und dieser Trend hat eigentlich eine positive Seite. Man kann Geschichten, die vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben, damit populär machen. Man kann euch die Geschichten zeigen, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Und das Schöne in diesem Sinn, es gibt immer was Negatives, was Schönes. Diese Geschichte, die ich euch jetzt, mit denen ich euch das anschaue, die ist sehr, sehr traurig und die ist wahr. Die ist absolut wahr. Deswegen wird auch auf diesem Video keine Monetarisierung laufen. Ich werde keine Werbung machen für meine Social Media Accounts. Ich möchte nur, dass ihr vielleicht ein Like da gebt, damit das Video gut positioniert wird und noch mehr Leute das sehen. Und ich bin ehrlich, klar, ich freue mich natürlich auch, wenn das Video viele Leute sehen. Aber ich würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn auch diese Geschichte noch mehr Leute sehen, weil diese Geschichte ist sehr, sehr traurig. Ich werde nicht mit Leid anderer Menschen Geld verdienen. Das habe ich mir geschworen, deswegen wollte ich zuerst auch gar nicht dieses Video machen. Ich möchte euch aber dieses Video zeigen und ich möchte euch diese Firma zeigen, die für Kinder Wünsche erfüllt, die krank sind. Und da stand ich wieder in meinem Konflikt, ob ich das mache, wie ich das mache. Und da habe ich überlegt, okay, ich mache das. Diese Geschichte ist eine unglaublich heftige Geschichte. Diese Geschichte ist kein Spaß. Es geht um einen Jungen. Der Junge ist krebskrank. Der Junge ist, ich glaube, 8 Jahre alt oder so. Also ganz schrecklich. Und er hat Krebs, was nicht geheilt werden kann. Also ist schon ziemlich weit fortgeschritten. Was für ein Krebs, weiß ich nicht genau. Und sein größter Wunsch, und er war ein ganz großer Wrestling-Fan. Jetzt heißt es wieder Wrestling, oh, Wrestling-Showkampf. Nein. Wrestling ist mehr als nur dieses Kämpfen, dieses Showkämpfen. Nein, nein, nein. Wrestling ist ein Lebensstil, sage ich mal so. Und dieses Kind hatte war der größte Fan von Daniel Bryan. Daniel Bryan war ein Wrestler, oder ist ein Wrestler. Ist ein ganz guter Wrestler, ich bin kein Fan von ihm, aber ist eigentlich ein ganz guter technischer Wrestler. Und der war ein riesengroßer Fan von ihm. Sein größter Traum war es immer, ihn zu treffen oder ihn zu sehen. So, ne? Egal, ob eine Veranstaltung, ihn einzutreffen. Und die WWE, die World Wrestling Entertainment, hat dazu gesagt, okay, wir machen das noch mehr. Wir dürfen mit dem Jungen Backstage gehen oder sonst was machen. Ich kenne diese Geschichte schon, die habe ich vor 3 Jahren, 4 Jahren oder 2 Jahren, ich weiß gar nicht, wann die rauskommt, einmal gesehen. Nee, bei WrestleMania 30 war das, genau, WrestleMania 30, vor 2 Jahren. Das ist unglaublich. Also ich bin ein Typ, der eigentlich nie heult, ja. Ich werde wahrscheinlich, also vielleicht werde ich heulen, vielleicht auch nicht, weil ich kenne auch die Geschichte, sie ist zwar schon etwas älter, sie ist aber auch auf Englisch. Ich werde immer ab und zu sagen, was sie da sagen, aber ihr glaubt mir, ihr braucht das nicht verstehen, was das ist. Ihr müsst euch das einfach angucken. Wir gucken uns das zusammen an. Das ist unglaublich, ja, also ihr werdet es sehen, ich werde einfach gar nichts dazu sagen. Ich habe mein Tablet, ich werde das hier drauf schauen, ihr schaut das bei euch, das wird hier fett eingeblendet. Ja, okay. Was kann ich sagen? Das ist, eigentlich wollte ich dieses Video wirklich nicht machen, aber dann dachte ich, komm, dann können wir wenigstens Werbung für das machen. Wir können Aufmerksamkeit zu dieser wunderschönen, aber doch traurigen Geschichte, weil das Schöne daran ist einfach, was sie versucht haben zu ermöglichen. Und, okay. Seid ihr bereit? Da würde ich mal sagen, fangen wir an. Das ganze Video geht ungefähr 5 Minuten. Nehmt euch ja Zeit, setzt euch zurück, lehnt euch zurück, guckt euch das Video bitte an. Versucht euch reinzutiefen. Ich werde dieses Bild auch nicht klein machen, ich werde das groß machen. Und wir werden, ja, uns das alles zusammen angucken. Ja? Okay, auf geht's. I'm outside of Console Energy Center, where a 7-year-old boy battling cancer is about to meet his hero. My wrestling name is Connor the Crusher. Connor talked himself backstage somehow.
Daniel is by far his favorite. That was probably the most excited I've ever seen. Großmöglicher Star. Do you guys think you could beat us? Ein großer Held. Yo! Connor was special for a million reasons. His smile, he was so quick-witted. He was nice to everybody, but just sometimes brutally honest. Stop, you're crazy. You couldn't help but talk to him and just instantly fall in love with him. He was obviously sick, but you'd never know it from his personality. And then maybe I'll have a match with Daniel Bryan. It could be me and him. Batista King, Daniel Bryan, kämpft. You make him promise not to hurt me. You know how tough that is? An Tag bei WrestleMania. Come on, can you do that? Come on, bud. Be fair. I am not going to do that. Just be fair. No. I just couldn't help but hug him, and I wanted to kiss him and hold him. And then his dad told me that he didn't have very long to live. Sie wollte ihn küssen, sie wollte ihn hochheben, aber dann hat der Dad gesagt, hat nicht mal so viel Zeit zu leben. Much time left. We came up with the idea to invite him to WrestleMania. Wir kommen auf die Idee, ihm noch mal was Spezielles zu geben, ihn zu WrestleMania involvieren. To WrestleMania. Oh, that's awesome. A week before WrestleMania in Washington D.C. Eine Woche bevor WrestleMania in Washington D.C. Before doors were open, there were no fans in the arena. Connor and Daniel started in the back, and Daniel's music came on. Er durfte auftreten können. He came out and started doing the yes thing. All the superstars were around the ring. And started chanting, Connor, Connor, Connor. Connor got into the ring. And Hunter immediately dove in and said, hit me. Und Triple H, mein Lieblingswrestler, sagte, schlag mich. Das ist mein Lieblingswrestler, das hier. I just think all the superstars and divas saw it, they were all touched by it. They were just all touched by it that we could make such a difference in one child's life. It was really a great moment. The best part of WrestleMania for me was that it was the first time in, I'd say, 4 years where I actually forgot that Connor was sick. Hold on, let me get. Das war das erste Mal nach 4 Jahren, dass er halt vergessen hat. He was very energetic. He moved a lot. He didn't need his help as much as he normally needed help. At the end of WrestleMania, as a dad, I kept hoping that maybe Daniel saw Connor sitting there. Daniel got out of the ring on our side. Er hat gehofft, dass Daniel, der gerade seinen Championship gewonnen hat, ihn sieht, den Connor unten sieht, und er hat sogar die Geste gebracht, runter zu gehen. Connor, you mean a lot to me. You give me a lot of strength. You help me to earn this. And du hast mir geholfen, diesen Titel zu gewinnen. Du gibst mir Stärke und hör nie auf zu kämpfen. Connor was elated. It was a perfect moment. Es war ein perfekter Moment. I truly believe that the whole experience extended Connor's time with me. There's no greater gift that I could get, and there's no way I could ever repay them for that. As a father, that's all I can ask for is more time. And especially the time I got was so great. He was himself, and it was like having my little boy back. Tut mir leid, ich habe das jetzt gerade übersetzt. Ich bin so in der Materie drin. I think Connor just—he was an old soul. He just had a magic about him. He had a light, and anybody that was around him could feel it, and is the better for it. Oh.
Okay, ich hab... Ich muss, ich hab die Geschichte schon gesehen. Ich hab die, oh Gott, ich hab sie zweimal gesehen. Dreimal sogar. Einmal bei WrestleMania, danach. Ich war, das war irgendein Pay-Per-View und dann auf YouTube einmal und jetzt letztens halt einmal. Ich hab's mit meiner Freundin geguckt und wir haben richtig geweint. Deswegen, ich kann jetzt sagen, ich hab so geheult, wirklich, wir haben so geweint, Mann. Sie war auch voller Tränen, weil wenn du das erste Mal siehst, das ist unglaublich. Jetzt sagen natürlich viele, du willst dich nur pushen mit einem Jungen, der gestorben ist, den Leid erfahren hat und so. Ich sag euch nur, oh, ich wollte gerade einen Schimpfausdruck geben, aber in diesem Video, in dieser ganzen Dings gehört kein Schimpf. Nein. Ich sag nein. Denkt euch bitte ein Schimpfwort, was ich jetzt zu der Person sage. Nein, das ist nicht so. Ich wollte es zuerst nicht machen. Die anderen haben ja diese China-Videos genommen, weil China rechtlich können wir nichts machen. So, aber ich möchte hiermit wirklich euch ans Herz legen. Wrestling ist nicht nur dieses Showcamp. Wrestling ist ein Lebensstil. Wrestling, wenn ihr in diesem Stadion seid, ihr könnt das nicht beschreiben. Es ist nicht nur dieses Kämpfen, es ist die Storyline von gut bis böse. Es ist dieses Superstar, charismatische, wenn sie rauskommt, du hast eine riesengroße Show, du hast Feuerwerk, du hast diese Spannung dazwischen und du hast die Fans, die das akzeptieren. Ja, Wrestling ist nicht nur dieses Showkampf, Wrestling hat viel mehr zu bedeuten. Es ist alles, es ist so viel. Und die WWE an sich, die macht so schöne Sachen. Sie ermöglichen Kindern ihre Träume. Die machen das so oft. Die gehen zu Kiddies nach Hause, die treffen die privat. Die Kiddies, denen es schlecht geht. Ja, Make a Wish heißt das Ganze. Das ist jetzt von einer anderen Website. Ich werde alles unten verlinken. Ja, wenn ihr irgendwann mal was spenden wollt, spendet gern dahin. Lasst sie den Traum wahr werden. Wie hätte ich mich gefreut als Kind, wenn ich das gemacht hätten könnte mit einem Superstar. Es ist wunderschön. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Leute, bitte, bitte, nehmt euch das zu Herzen. Seid dankbar dafür. Ich werde für die beten. Ja? Ich werde für sie beten, für die Familie und für ihn. Ich bin sprachlos, tut mir leid. Okay, das war's heute mit dem Video. Ich hoffe, ihr seid nicht jetzt zu enttäuscht. Gibt keine großen Action-Videos oder so. Ach, Quatsch. Schreibt in die Kommentare, ich möchte gerne ein Frage-Antwort-Video machen, schreibt bitte die Fragen in die Kommentare, lasst uns das durchziehen, ich bin total fertig, das war wieder anstrengend, obwohl ich das schon dreimal gesehen habe, bin ich trotzdem immer noch so fertig, aber ich möchte euch das ins Herz legen, komm, es gibt noch mehr, es gibt spendet, wenn ihr gerne Geld habt, spendet gerne, wenn ihr was über habt, ihr müsst jetzt nicht euer Ersparnis spenden, nein, 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 aber wenn ihr vielleicht ein bisschen Geld über habt oder so, könnt ihr gerne spenden, wenn ihr sowieso spenden wollt, aber es gibt so viele schöne Sachen zu spenden. Ne? Mein Name ist Martin Degen, das war es eigentlich schon für das Video. Ich wollte so viele Sachen sagen, aber ich habe das jetzt total vergessen, weil ich dieses Video gesehen habe. Ja. Schreibt rein, die ersten 10 Kommentare vom letzten Video werden auch gegrüßt. Sie werden beim nächsten Video gegrüßt, beim nächsten 24-Stunden-Video, wie versprochen. Schreibt in die Kommentare jetzt bitte Fragen und Antwort für Frage-Antwort. Also wie heißt das nochmal? Frage- und Antwort-Video, FNQ. FNQ? Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Viel Spaß und wow!